Nach dem Spiel ist vor dem Genuss. Mit Krombacher, eine Perle der Natur. Langersehnter Abend, hier ist er nun, 13. Mai 2015, Pokalfinale des Hessen-Pokals hier im Kasseler Aue-Stadion. Der KSV Hessen spielt heute gegen den VfB Gießen. Mit dem Gewinn des Hessen-Pokals können die Löwen in den DFB-Pokal einziehen und das ist natürlich ganz wichtig. Und jetzt geht es los. KSV Hessen Kassel gegen VfB Gießen im Krombacher Hessen-Pokalfinale. Da steht da der Hessen-Pokal. So greifbar nah für die Löwen hier im Finale gegen den Sechstligisten, Verbandsligisten VfB Gießen. ...6.100 Zuschauer verfolgten das Hessen-Pokalfinale im Aue-Stadion. In den ersten Minuten der VfB Gießen mit dieser Situation. Ganz gefährlich, doch weit über den Kasten. Da hätte es durchaus 1:0 stehen können, aber die Löwen gefasst und weiter wach im Spiel. Wir springen in die 8. Minute. Der KSV mit diesem Vorstoß, der geht durch und da heißt es 1:0. Nein, heißt es nicht. Es wurde abseits gepfiffen. Da jubelten die Kasseler Fans schon zu früh. Abseits durch das Schiedsrichter gespannt. Eine Ecke. 9. Minute. Tobi Becker verlängert. Tobi Damm. Nico Perrey mit dem 1:0 im Hessen-Pokalfinale. Da ist das Ding. Frühes Tor geschossen. Der KSV auf dem Weg, den Pokal zu holen. Die schöne Variante aus der Standardsituation. Verlängert hier Tobi Damm mit dem Hinterkopf. Und da steht Nico Perrey und macht hier das 1:0. Aber die Löwen drücken. Die Löwen wollen natürlich hier den Sieg mit dieser Situation. Und er kommt gut durch. Und dann ist es Tobi Damm mit der Sohle. Tobi Damm macht hier das 2:0. Eine halbe Stunde gespielt in der ersten Halbzeit. 2:0 für den KSV. Schöne Flanke direkt vors Tor. Tobi Damm kommt noch dran. Sergej Schmick wäre auch noch da gewesen. Aber Tobi Damm macht selber hier zum 2:0. Der Pokal rückt immer näher. Ecke KSV. Wieder gefährlich. Da ist Henrik Giese. Und der Ball, nein, er will nicht ins Tor. Und Gießen kann hier noch klären im letzten Moment. Und da hätte es durchaus auch 3:0 für die Löwen stehen können. Doch der Verbandsligist passt auf. Kurz vor Schluss. 38. Minute. Hier haben wir Tobi Damm. Und er spielt hier auf Mike Feigenspann. Und Mike Feigenspann, der setzt hier zum Sprint an und wird da von den Beinen geholt. Das heißt 11 Meter kurz vor der Pause. Zum Elfmeter tritt an Tobi Becker und der Gästetorwart hält. Da hätten die Löwen ihre Führung ausbauen können. Aber es bleibt beim 2:1. Das Gießener Tor haben wir leider nicht, können wir nicht zeigen. Aber damit gewinnt der KSV Hessen den Hessen-Pokal. Jungs, die Rauschenden, die Wehrrauschenden, die haben schon. Also muss man auch Pflichtaufgaben erfüllen. Das war eine Pflichtaufgabe. Es war nicht einfach, ne? Wenn es auch so aussah. Aber es war nicht einfach. Das hat man uns angemerkt. Aber daraus lernt man. Ihr seid in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Ja? Werdet euch dessen bewusst. Ja! Geht jetzt bitte hinter die Bande, okay? Ja. Glückwunsch. Sauber, Jungs!
Und dann war es soweit. Krombacher, Hessen-Pokalsieger 2015, der KSV Hessen-Kassel. Die Löwen ziehen nun in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ein. Wir sind gespannt, welchen Gegner der KSV zieht. Wir sehen uns hier bei Löwen TV wieder beim Derby gegen Offenbach beim letzten Spieltag dieser Saison 2014-2015. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, wir bedanken uns für die Unterstützung und wir sehen uns demnächst hier bei Löwen TV.